So, hier draufklicken, bauen, Pause weg. Also wir haben unsere Kaserne, wir haben unseren Kontrollraum demnächst und die Leute müssen echt irre lange dahin laufen. Aber ja, lieber so als später Probleme haben. Dann hätten wir gerne als nächstes noch Tresorraum hätte ich eigentlich auch ganz gerne hinten. Aber das kann warten, wir haben ja erstmal noch hier einen und der wird relativ gut bewacht. Also von mir selbst und Lord Kane, das müsste reichen. Auch wenn ich nicht weiß, wie gut das Evil Genius selber kämpfen kann. 100. Ja, also 100 in allen Fähigkeitspunkten sehe ich mal als guten Kämpfer an. Also, weitere Räume. Wir wollen unser Geld verprassen. Wir haben 180.000. Pause. Wir hätten gerne, weiter runter, eine Gefrierkammer. In der Gefrierkammer werden die Leichensäcke deponiert. Gucken wir mal, wie viel Platz die brauchen. Wahrscheinlich mehr als das hier. Ich glaube, das waren 4 Plätze, die die wegnehmen. Gucken wir kurz bei Gegenständen. Ein Gefrierkammerregal. Ne, 3 Stück. Also könnte... das Design ist nicht gut. Könnte da einer hin? Da einer hin? Und dann umgekehrt da noch einer hin. Raumdesign, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann dann auch weg. Also hätten wir hier ein so ein Ding, da ein so ein Ding, da ein so ein Ding. Das gefällt mir echt absolut nicht. Nee, komm. So, das muss weg, das muss weg. Die wollen mich doch ärgern. Also kann da einer hin, da einer hin, da einer hin. Ich mag diese Ecken nicht. Und es gibt auch noch was Schlimmeres. Es gibt so eine Knubbel, auf den man nicht bauen kann. Genau die da. Die werden mein ganzes Konzept auseinanderbringen. Aber gut, das soll jetzt erstmal so reichen. Das heißt, die kommen jetzt hier. Ne, da kommen sie nicht rein. Hier kommen sie rein. Die Leute. Da ist ein Dreier, da ist ein Dreier und da ist ein Dreier. Und 3 Stück von diesen Fleischerhaken, da müssten eigentlich halten. So. Gegenstände. Gefrierkammerregal. Da hinten. Zumal die Leichensäcke mit der Zeit auch verschwinden. Wobei sie hier drin nicht so schnell verschwinden wie draußen, aber hier drin produzieren sie wenigstens keine negativen Effekte. Und weiterspielen bitte. Und bauen. Sehr gut. Jetzt sollten wir das Spiel erstmal eine Weile so weiterlaufen lassen. Denn wir brauchen möglichst schnell den Kontrollraum hier unten. Wo die Jungs schon gerade dran arbeiten. Mit ihren Sprengsätzen. Zoome ich mal ein bisschen näher ran. Ja, schön vorsichtig. Gleich noch ein Sprengsatz dahin. Und klick. Komm schon. Du willst jetzt doch auch sprengen. Ist da noch mehr unterwegs? Ja, noch mehr. Ach ne, die sind für den Raum hier. Okay. Ich denke mal, je größer der ausgehobene Raum ist, desto länger dauert auch die Sprengung. Ah, da hat gerade jemand gerade Bip-Bip gemacht. Sehr schön. Unser Geld geht nämlich langsam zur Neige. Wir brauchen den Kontrollraum, um unsere Handlanger nach draußen zu schicken, damit sie Geld verdienen können. So, die beiden Sachen müssen auch noch gebaut werden. Und dann sind wir eigentlich mit unseren Räumen, glaube ich, durch, was wir bisher bauen können. Der wird halt nach und nach mehr freigeschaltet, je nachdem, was wir schon gebaut haben. Können wir inzwischen mehr erholen? Nee. Die Anzahl der Helferlinge, die wir haben können, hängt ja von den Betten ab und von unserem Ansehen. Aber da wir bisher kein Ansehen gewinnen können, wird sich da auch nichts verändern. Wir haben noch 2 Erklärungsvideos. Aber die habe ich eigentlich schon erklärt, denke ich. Ja, das mit dem ganz hinten ist echt ein Nachteil geworden mit dem langen Laufen. Vielleicht gibt es ja später auch ein Beschleunigungssystem. Keine Ahnung, irgendwie Teleporterkammern oder eine Untergrund-U-Bahn oder einfach nur so eine Schnelllaufbänder wie auf dem Flughafen, die einfach irgendwo in der Mitte rumstehen. Das wäre schon ganz schick. Aber später werden wir eh wesentlich mehr von den Kleinen hier haben. Da passt das dann schon. Lord Kane macht seine Runde.
Da kommt die erste Sprengung. Und die Jungs haben noch nicht mal die ersten Betten hier aufgestellt. Mann, Mann, Mann. Weltkarte ist noch gar nicht eingeblendet. Die kommt hier erst, wenn wir den Kontrollraum haben. Lord Kane könnte auch ruhig mal mit anpacken. Würde das vielleicht ein bisschen schneller gehen. Oh, schöne Sprengung. Verpasst. Das hier unten wurde, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist der Generator. Momentan produzieren wir 20 Energie und verbrauchen davon 0. Das wird sich nach und nach ändern. Und wenn ich das im Tutorial richtig verstanden habe, also in so einem Videotutorial, das wir nicht zusammen gesehen haben, dann können die Generatoren auch sabotiert werden. Und dann fallen halt bestimmte Sachen aus, was recht übel ist. Deswegen sollte man immer dafür sorgen, genug Backup-Strom zu haben. Du baust jetzt den ersten Spind, sehr schön. Wer hätte ich nicht so viele Spinden und Betten gleich bauen sollen, damit die Jungs auch erstmal den Kontrollraum zu Ende bauen. Ach doch, da bringt schon einer was, sehr gut. Für den Kontrollraum gibt es übrigens auch noch einen anderen Gegenstand, und zwar so ein Lochkartensystem zum Abstempeln. Damit kann man einstellen, wer wie lange arbeitet, was ich ganz cool finde. Aber da habe ich noch gar nicht rangewagt, müssen wir erstmal gucken. So, was war das? Das ist der Speicherkern, ne? Wofür auch immer der da ist. Eine Speicherbank. Wahrscheinlich um irgendwelche Informationen auf der Weltkarte zu speichern. Und je nachdem, wie viele Bänke wir haben, können wir mehr speichern. Wichtige Informationen werden in der Nachrichtenleiste eingeblendet und in der Nachrichtengeschichte gespeichert. Unterstrichene Nachrichten sind Hyperlinks. Ein Doppelklick auf jedes Objekt oder jeden Charakter öffnet deren Eigenschaftenmenü. Wenn Sie zusätzliche Informationen wünschen, klicken Sie auf das Informationssymbol, um zum detaillierten Glossareintrag zu kommen. Hilfe in der Form von Videos ist immer im Glossar verfügbar oder dann, wenn Sie das Bildschirmsymbol sehen. Wichtige Videos starten automatisch und ich rate dringend dazu, sich diese anzuschauen. So wie das jetzt eben gerade ja auch automatisch gestartet hat. Na gut. Hat sie also vor ihrem Tod noch ganz viele Videos aufgenommen? Das ist ja sehr nett. Aufgabe erfüllt, Kaserne gebaut. Jetzt müssten wir mehr Leute engagieren können. Und wir haben schon mal einen Stromverbrauch. Alle Charaktere im Spiel verfügen über 5 Werte. Diese geben Auskunft über das Wohlbefinden einer Person. Je höher der Wert, desto besser fühlt sich die Person. Gesundheit gibt an, wie viel körperlichen Schaden ein Charakter einstecken kann. Sinkt die Gesundheit einer Person auf 0, stirbt sie. Loyalität zeigt die Bereitschaft zum Arbeiten an. Bedienstete ohne Loyalität machen oftmals Ärger und können unter Umständen sogar desertieren. Agenten, deren Loyalität auf 0 sinkt, vergessen ihren Auftrag und verhalten sich wie ganz normale Touristen. Aus diesem Zustand wachen sie wieder auf, sobald sie etwas Verdächtiges entdecken. Klugheit zeigt an, wie clever ein Charakter ist. Sinkt die Klugheit einer Person auf 0, ist sie für eine Weile außer Gefecht gesetzt und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Klugheit eines Agenten auf 0, löst sich alle angestaute Wut in Wohlgefallen auf. Aufmerksamkeit gibt die Wachsamkeit gegenüber Fallensensoren an. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Charakters auf 0, bleibt er stehen und kratzt sich verwundert am Kopf. Sinkt die Aufmerksamkeit eines Agenten auf 0, vergisst er, welche Gegenden er schon erkundet hat. Ausdauer ist ein Maß für körperliche Ausdauer und Fitness. Sinkt die Ausdauer einer Person auf 0, sinkt sie bewusstlos zu Boden und bleibt für kurze Zeit liegen. Okay. So, ich wollte jetzt aber neue Leute holen. Wir hätten gerne mehr Bedienstete. Wir haben momentan Kapazität von 12, also stellen wir das gleich mal auf 12. Denn ich will, sobald der Kontrollraum fertig gebaut ist, sofort Leute rausschicken. Weil wir haben nicht mehr so viel zu bauen momentan. Oh, die Gefrierkammer ist fertig, sehr schön. Jetzt müssten eigentlich selbstständig die Leichensäcke hier aufgesammelt werden und man sieht auch schon diesen Tag da dran. Also diese Notiz, dass das Ding auch schon bewegt wird. Da muss ich gar nichts mehr machen. Hier kommen gleich noch 2 Betten, das heißt, wir können noch mehr Bedienstete anstellen. Lord Kane macht weiter seine Runden und es fehlt nur noch die Datenbank. Nee, das Bedienfeld, genau. Und ich kann ja mal einfach gucken, was das Ding da macht, indem ich einfach auf das da klicke. Die Bedienungstafeln analysieren eingehende Daten aus der ganzen Welt. Um geheime Informationen von der Weltkarte entschlüsseln zu können, müssen ihre Bedienungstafeln bemannt sein. Verschiedene Regionen erfordern unterschiedlich viele Bedienungstafeln, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Ah, okay. Also zum Spionieren brauche ich die. Weltherrschaft ist jetzt erhältlich. Das ist sehr schön. Beobachtungsposten ist jetzt erhältlich. Und wir müssen nur noch... Oh, was Neues bauen.
Berichten zufolge machen einige Zivilpersonen mit Berufserfahrung Urlaub auf der Insel. Fangen Sie ein Zimmermädchen und sperren Sie es in eine Gefängniszelle. Das ist eine komische Mission. Sie haben nun Zugang zur Weltherrschaftskarte. Von hier aus können Sie infame Aktionen, die Ihren Bekanntheitsgrad steigern, auf der ganzen Welt ausführen und Sie können wertvolle Beute von den Streitkräften der Gerechtigkeit stehlen. Die Weltkarte kann Ihnen zu zusätzlichen Geldreserven verhelfen. Sie können Ihre Bediensteten in alle Regionen der Welt entsenden, wo sie automatisch Geld stehlen, solange die Option Diebstahl in dieser Region gewählt ist. Nach Ihrer Ankunft in der Region senden Ihre Bediensteten in regelmäßigen Abständen die Erträge Ihrer Raubzüge zur Insel, wo sie im Depot gesammelt und dann zum Tresorraum gebracht werden. Jede Region hat ein Geldpotenzial. Je höher der Wert, desto mehr Geld erbeuten Ihre Bediensteten. Sie können das Geldpotenzial in Erfahrung bringen, wenn Sie die für diese Region benötigte Anzahl an Bedienungstafeln aktiviert haben. Je mehr Bedienstete in einer Region stehlen, desto höher wird die Ausbeute. Wählen Sie Ihre Truppen mit Sorgfalt aus. Bedienstete in eine Region entsenden ist ein einfacher Vorgang. Wählen Sie zunächst die Region aus, in der Sie stehlen möchten, und dann, welche der Bediensteten aus der Liste am unteren Bildschirmrand Sie entsenden möchten. Um einen Bediensteten zurückzubeordern, müssen Sie ihn nur aus der Bediensteten-Aufenthaltsliste auswählen. Kleine Zahlen in der Aufenthaltsliste bedeuten, dass sich die Bediensteten auf dem Weg befinden. Okay, Weltherrschaftskarte. Zack. Überall Fragezeichen. Neue Raumentwürfe stehen zur Verfügung. Ach, läuft die Zeit jetzt weiter? Das ist nicht so toll. Wo wollen wir denn mal anfangen? Bei den Pampers, glaube ich. Da ist auch so ein weißer Punkt. Ich glaube, das sind mögliche Aufträge. Also, Westküste. Was haben wir da? Stehlen Sie die Entwürfe für die Bibliothek. Eine prestigeträchtige Universität in Kalifornien baut eine Erweiterung Ihres Campus-Computer. Schicken Sie einige Bedienstete zur Baustelle, um die Entwürfe von Baumaterial zu stehlen. Sobald Sie die Entwürfe haben, kann ein Archiv in der Basis gebaut werden, um die Klugheit der Bediensteten aufzufrischen. Okay. Also da schicken wir jetzt hin. Das ist Pampers. Keine Wut. Da schicken wir Kane hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Angestellte. Alle also. Wir haben aber noch Platz für 5 weitere, glaube ich. Und die können an der Basis weiterarbeiten. Dann ist unsere Basis zwar ganz kurz unbemannt, aber das passt schon. Zack, raus hier. Wir können jetzt eine Waffenkammer bauen. Wir können eine Gefängniszelle bauen. Und das war's. Was ist das denn? Achso, Knochen. Gut. Während also unsere Jungs jetzt auf dem Weg sind dahin und unsere Leichensäcke einfach alle auf dem Boden liegen bleiben, planen wir schon mal die anderen Räume. Eine Gefängniszelle. Können wir die hier einfach so irgendwo hinbauen? Tresorraum, Kaserne, Kontrollraum, Waffenkammer. Gefrierkammer. Nein, können wir nicht. Das heißt, wir müssen eine Gefängniszelle irgendwo draußen bauen. Beobachtungsposten, Eingang zur fiesen Basis. Nö. Und da ist das Zimmermädchen, das jetzt einfach so durch die Gegend läuft. Vielleicht in der Kaserne? Spinnt? Nö. Ist das das Glossar? Nein. Das ist das Menü. Das sind unsere Optionen. Das da wird das Glossar sein. So, ich hätte gerne Räume. Objekte, Sicherheit, Gefängniszelle. Wenn Sie Agenten lebendig gefangen nehmen wollen, sei es um sie zu befragen, sei es um ihnen von ihren großartigen Plänen zu erzählen, dann brauchen Sie dafür eine Gefängniszelle. Gefängniszellen lösen ein sehr hohes Wutniveau aus und sind nicht absolut ausbruchssicher. Ein ausreichend geschickter Agent kann früher oder später ausbrechen. Vermeiden Sie es, zu lax mit gefangenen Agenten umzugehen. Sollte ein Agent es schaffen, auszubrechen und von der Insel zu befreien, führt das zu extrem gesteigerter Wut im betreffenden Land. Ja, sehr schön, aber wie baue ich das Ding? Bauen Sie eine Gefängniszelle in der Waffenkammer, um mit dem Fangentag markierte Agenten dort einsperren zu können. Jede Gefängniszelle bietet nur Platz für einen Gefangenen. Wird ein Gefangener zu lange in seiner Zelle gelassen, stirbt oder flieht er. Okay, sehr schön diese Videos. Helfen einem echt weiter. Also brauchen wir jetzt eine Waffenkammer. Waffenkammer. Ich hoffe mal, das passt hier. So. Weiter. Der Raum befindet sich im Bau.
Gefängniszelle. Oh, sehr schön. 1, 2, 3, 4. Ha, hätte nicht besser laufen können. Alle Bauarbeiter sind zurzeit beschäftigt. Der Kauf des Objekts verzögert sich. Ja, alle sind beschäftigt, weil sie halt unterwegs sind. Ich habe gerade einen Hubschrauber gehört. Wo auch immer der landet. Ah, hier landet er. Und da sind meine Jungs gerade unterwegs. Sehr schön. Dann können wir bald ein bisschen Geld verdienen. Das hier ist wohl ein Neuankömmling. Was sagt unsere Kapazität? Wir können inzwischen 13 haben. Also wollen wir auch 13 gleich bestellen. So, das wird die Waffenkammer. Da haben wir unsere Gefängniszellen. Sobald wir denn genug Leute haben und die ganzen Aufträge hier erledigt worden sind, gehen wir zu dem Zimmermädchen, wo auch immer sich das gerade rumtreibt. Hier, mitten in der Pampa. Und versehen sie mit einem Tag. Also so. Dann machen wir das später. Gucken wir mal auf die Weltherrschaftskarte. Oh, und ich sehe schon meine Jungs angekommen. Also wir haben jetzt... Oh, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Wir haben jetzt hier 7 Bedienstete und einen Handlanger. Und die sind am Stehlen. Verdienen 2200 Dollar alle 60 Sekunden. Das ist vollkommen okay. Die können so weitermachen. Die Wut ist hier schon ziemlich hoch. Wut zeigt an, wie sehr sie als Bedrohung angesehen werden. Je mehr Wut... ja. Okay. Ja, mehr können wir hier wohl nicht machen. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich nur noch warten, bis die ganzen Aufgaben hier erledigt worden sind. Was haben wir hier eigentlich? Hier haben wir unseren Anführer. Der sollte vielleicht mal reinlaufen. Hier in den Kontrollraum. Damit er nicht so ein leichtes Ziel abgibt. Genau. Torkelt langsam in die Richtung. Kannst du auch laufen? Mit Doppelklick oder so? Nö. Du bist ein Superschurke. Du hast es nicht nötig zu laufen. Du torkelst. Dann torkel weiterhin dahin. Wir haben hier noch tierisch viel Platz. Mal gucken, was noch alles so an Räumen gibt. Also was Neues bauen können wir ja nicht. Wir haben jetzt alles. Kaserne, Kontrollraum, Waffenkammer, Gefrierkammer, Tresorraum, Korridor. Tresorraum hätte ich wie gesagt noch gerne einen intern. Und sind die Goldbarren gerade weniger geworden? Versuche ich mal drauf zu achten, ob das jetzt wirklich 1:1 irgendwie umgesetzt wird. Also, dass da einzelne Barren verschwinden, sobald man 1000 Dollar verbraten hat oder so. Das wäre schon sehr cool. Allgemein auch recht stylisch mit den Aktenkoffern hier. Weil jeder Agent hat natürlich einen Aktenkoffer voll Geld dabei. Ja. Sehr schön. Das sind jetzt wohl die Einnahmen von unseren Leuten im Außeneinsatz. Also, die am Stehlen sind. Und die werden halt immer hier vom Boot aus angeliefert und einer muss hin und her laufen. Deswegen können wir das Ding auch nicht einfach abreißen und da unten hinsetzen. Weil dann wären unsere Jungs die ganze Zeit durchgehend am Laufen, nur wegen Einnahmen. Und das wäre schon doof. Außer vielleicht später, wenn wir richtig berühmt sind und ganz, ganz viele Angestellte haben. So, der da ist schon am Arbeiten. Sehr gut. Du bist auch langsam da und in Sicherheit. Scroll, scroll, scroll. Und wir haben viel zu wenig Angestellte. Ja. Also sobald der Raum jetzt hier ausgehoben... Der Bau des Raums geht weiter. Ja, die Pause sollte man auch noch aufheben. Also sobald der Raum hier ausgehoben wurde und der Gefängniszelle drin ist, schnappen wir uns das Zimmermädchen und danach bauen wir noch ganz viele Betten. Denn wir brauchen viel, 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 viel mehr Angestellte. Sonst können wir nicht die Weltherrschaft übernehmen und so. Wenn die eigentlich immer nur dabei sind, unser Geld hinterher zu scheffeln. Das ist zwar schön und gut, aber reicht nicht so wirklich. Na gut, ich drücke jetzt mal F5 zum Abspeichern. Klick. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ne?